So, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Video und ich war heute dabei, eine Webseite aufzubauen und dabei habe ich ein Problem, was ich in letzter Zeit öfter habe. Vielleicht kennst du das auch und deshalb mache ich jetzt mal dieses Video und vielleicht kann ich dir da mithelfen. Worum geht's? Ganz einfach, es geht darum, dass man ja, wenn man eine Webseite braucht, auch ab und zu mal Bilder braucht, so wie du das hier siehst. Kleine Bilder, die die Sache etwas auflockern oder dir vielleicht etwas bildlich erklären. Und oftmals nehme ich meine Bilder von Pixabay oder anderen Plattformen, lade die dann runter und lade die dann auf meine Seite hoch. Hier kann man ja kostenlose Bilder, die man verwerten darf, dann auch runterladen. Und ja, was passiert bei mir immer? Mittlerweile in letzter Zeit sehr oft. Früher hatte ich das Problem gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild hier aussuche und möchte das dann von meinem Computer hochladen, dann zeigt mir das immer einen Fehler an. Entweder Bild nicht erlaubt oder Bild im falschen Format. Und wie ich das jetzt löse, das zeige ich dir mal. Dazu scrolle ich mal nach unten und wähle jetzt mal hier ein Bild aus, das wir dann runterladen und wir nehmen mal das hier. Ich klicke dort drauf. So, Bild speichern unter. Und jetzt öffnet sich hier ein Fenster. Und ich gehe damit hier auf Bilder, da wo meine Bilder halt alle immer drin sind. Und gehe jetzt hier auf Speichern. So, das war's, der normale Vorgang. Und sonst habe ich diese Bilder dann einfach hochgeladen und das hat immer funktioniert. Jetzt ist es, wie gesagt, in letzter Zeit nicht mehr so und ich habe dieses Bild schon mal, es ist nicht bei allen Bildern so, aber bei sehr vielen mittlerweile und ich befürchte, es wären noch mehr. Ich verwende als Page-Builder Optimize Plus 3 und auch bei OP2 hatte ich schon das Problem gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem am Page-Builder liegt oder dass es generell so ist, dass es von Pixabay so eingestellt ist. Jedenfalls möchte ich dir zeigen, wie man das ändern kann. Und zwar gehe ich dann jetzt hier einfach mal auf Bild hochladen, um dir das mal zu zeigen. Klicke jetzt hier auf Image und hier auf Replace Image. Dann öffnet sich hier die Datei. Ich könnte jetzt aus der Mediathek gehen. Wir wollen aber dieses Bild, was ich gerade runtergeladen habe, hochladen. Und das mache ich jetzt, wähle ich jetzt aus. Und wir schauen mal, wo dieses Bild ist. Und zwar, das ist etwas zu weit. Moment. Okay, ich sehe gerade, hier steht benutzerdefinierte Dateien. Wir müssen auf alle Dateien gehen, sonst ist es nicht mit drin. Und jetzt nochmal schnell schauen, wo dieses Bild ist. Ja, hier haben wir es, da ist es. Dort klicke ich drauf, gehe auf Öffnen und dann wird es hochgeladen und jetzt zeigt es mir hier an einen Fehler. Dieser Dateityp ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. So, jetzt habe ich das Problem, ich brauche dieses Bild, kann es aber nicht hochladen und so fehlt es mir auf meiner Seite. Und mit anderen Bildern ist mir es genauso gegangen. Was mache ich jetzt? Ganz einfach. Ich habe recherchiert und habe ein Tool gefunden im Internet, ein kostenloses Tool, das ich jetzt hier oben drin habe und du siehst, das nennt sich Convertio. Und du kannst damit alles Mögliche machen. Ja, es gibt eine Bezahlversion, aber ich habe diese noch nicht gebraucht. Du kannst hier mit Videodateien konvertieren, wenn du jetzt nicht das richtige Format hast. Das passiert mir auch öfter, dass die Datei nicht funktioniert und ich die umwandeln muss. Das heißt, ich kann mein Video in ein anderes Format umwandeln. Dann hast du hier einen Konverter für Audiodateien. Du hast hier für Archive. Konverter für Präsentation, Bildkonverter, den nutzen wir jetzt gleich, Schriftkonverter. Also du kannst hier alles Mögliche in andere Formate umwandeln. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und jetzt machen wir das Ganze mal. Ich öffne mal jetzt hier. Wir wollen ja ein Bild konvertieren. Also gehen wir hier auf Bildkonverter. Jetzt öffnet sich die Seite. Die ist übrigens auch auf Deutsch. Und jetzt gehe ich hier auf Datei auswählen. Ja, hier oben hast du nochmal eine Auswahl, was du alles machen kannst.
Du hast sogar einen Videomaker hier mit bei, wo du kleine Videos machen kannst. Finde ich, habe es noch nicht genutzt, aber ist auch gut. Kannst du eventuell auch für deine Webseite gebrauchen. So, jetzt gehen wir hier einfach mal auf Datei auswählen und wählen dieses Bild aus. Und dann muss ich es jetzt wieder suchen, wo es ist. Und da ist es. So, jetzt gehe ich auf Öffnen und die Datei wird hochgeladen. Jetzt kann ich ich kann ich jetzt auswählen, wie ich dieses, in welches Format ich es umwandeln will. Ich nehme bei Bildern entweder JPEG oder auch PNG. So, jetzt gehen wir mal hier auf PNG, dann gehen wir auf Konvertieren. Jetzt siehst du, das Ganze lädt. Das dauert einen kleinen Moment. Bei Bildern geht das relativ schnell. Bei Videos dauert das etwas länger. Aber ich bin mir sicher, auch dieses Tool kann auch dir helfen, wenn du mal ein gewisses Bild oder Video nicht hochladen kannst. So, dann gehe ich jetzt ganz einfach. Wir müssen das mal hier wegklicken. Das war der Download vom Bild von Pixabay. Und jetzt gehen wir hier auf Download. So. Jetzt habe ich das Bild hier konvertiert. Das Einzige, was ich dann später machen muss, das Bild, was nicht funktioniert, muss ich dann natürlich löschen. Ja, dann habe ich es halt einfacher. So, jetzt gehe ich hier in Ordner Anzeigen. Und hier ist dieses Bild. Hier kannst du es, wenn du möchtest, auch noch umbenennen. Mache ich jetzt aber nicht. Und jetzt verschiebe ich das Ganze hier einfach zu Bilder. Und wenn jetzt die Anzeige kommen sollte, manchmal kommt die Anzeige, Bild ist schon vorhanden, alte Datei da ersetzen, dann würde ich das gleich so machen, dann wäre das andere weg. In dem Fall ist es jetzt nicht so. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir gehen jetzt mal nochmal auf meinen Bearbeitungsmodus hier, gehen nochmal auf Datei auswählen. Und ich suche dieses Bild nochmal. Das müsste jetzt ja doppelt drin sein. Und zwar, hier müssen wir wieder umstellen auf alle Dateien. So, wo haben wir das? Da sind wir zu weit. Moment, hier. Also, schauen wir mal, ob ich das richtig jetzt erwischt habe. Ich nehme jetzt mal das linke. Das andere werde ich dann später löschen. Und wie du siehst, wird das Bild jetzt hochgeladen. Es ist konvertiert und ich kann es dann jetzt hier auswählen, beziehungsweise ist jetzt ausgewählt und gehe jetzt hier in die Seite einfügen. Damit habe ich dieses Bild jetzt umgewandelt und kann es für meine Webseite nutzen. Und das kannst du genauso mit Videodateien machen oder wie du siehst, was hier noch alles drauf ist. Du kannst da auch andere Dinge noch umwandeln. Ich finde dieses Tool sehr, sehr gut, vor allen Dingen, weil es auch kostenlos ist und du kannst damit auch Dinge in PDF-Formate umwandeln, aber hauptsächlich nutze ich es für Bilder und für Videos. Okay, das war's in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn du noch mehr von diesen Videos haben möchtest, dann kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Und ja, ich freue mich, wenn ich dir wieder mal helfen kann.